Nestlé pumpt in Vittel das Grundwasser ab und verkauft es international in Plastikflaschen. Kritiker werfen dem Konzern vor, dass das zu weitreichenden Umweltschäden führt. Wir erklären, wie das Wassergeschäft von Nestlé funktioniert. In der französischen Stadt Vittel wollen wir herausfinden, wie nachhaltig das Wasser von Nestlé ist. Rund 5000 Einwohner leben in diesem Ort, der vor allem für sein Wasser bekannt ist. Und genau hier darf Nestlé seit 1990 jährlich 1 Million Kubikmeter Wasser abpumpen. Völlig legal, mit der Erlaubnis der lokalen und staatlichen Ämter. Bis mindestens 2027. Nestlés Präsenz stößt bei Anwohnern immer mehr auf Kritik. Einer von ihnen ist Bernard Schmidt. Gemeinsam mit Umweltschützern vertritt er die Anwohner in der lokalen Wasserkommission. Dort sitzt er Nestlé gegenüber. Schmidt beklagt, dass der Konzern das Grundwasser ausbeutet. Wir fordern von Nestlé, wir bitten Nestlé, das Abfüllen schnellstmöglich und sofort zu beenden, da das Wasser morgen schon der Bevölkerung fehlen wird. Nestlé pumpt sein Wasser in Vittel aus 3 verschiedenen Tiefen. Im 3. Brunnen, den Sandsteinschichten der tiefliegenden Trias, geht es bis zu 250 Metern Tiefe. Die Marke, die hier entsteht, Vittel Bonne Source. Hier teilt sich Nestlé den Brunnen mit einer örtlichen Käserei, der Landwirtschaft und den Anwohnern von Vittel. Das ist ihr Grundwasser. Das Problem, der Grundwasserspiegel sinkt jährlich um etwa 30 cm. Die Ortschaft trocknet zunehmend aus. Trotzdem wird das Wasser millionenfach und vor allem teuer in alle Welt verkauft. Nestlé kennt das Problem. Wir sind seit vielen Jahrzehnten hier in der Region. Wir pumpen mehr Wasser ab, als es sich natürlicherweise regenerieren kann, wodurch der Grundwasserspiegel seit 30 Jahren jedes Jahr ständig sinkt. Darin ist also nichts Neues. Als Reaktion hat Nestlé Waters in den letzten 10 Jahren sein Pumpvolumen um 30% reduziert. Der Konzern behauptet, man würde mittlerweile sogar weniger entnehmen, als man dürfe. Außerdem sei man wichtig für die Gemeinde, denn immerhin beschäftigt Nestlé Waters etwa 1000 Menschen. Die würden ihren Job verlieren, wenn man sich zurückziehe. Wir investieren jedes Jahr viel Geld in diese Fabrik. Es gibt also keinen Grund, diesen Ort zu verlassen. Für die Wasserentnahme zahlt Nestlé Waters im Schnitt jährlich 13 Millionen Euro Steuern an Gemeinde und Staat. Für Kritiker kein echter Trost. Wenn sich die tiefen Wasservorkommen nicht wieder auffüllen, wird die Bevölkerung darunter leiden. Ich werde dann nicht mehr da sein. Aber die jungen Menschen werden ab 2050 kein Wasser mehr haben. Das ist eine ernste Sache. Und ehrlich gesagt, das ist kriminell. So lautet die Einschätzung und Befürchtung der Kritiker von Nestlé in Vittel. Aber auch weltweit steht das lukrative Abfüllen von Grundwasser in der Kritik. In Asien und Afrika verkauft Nestlé sein Wasser vorrangig unter der Marke Pure Life. In Sheikhupura in Pakistan füllt das Nestlé-Werk jährlich 140 Millionen Flaschen Wasser. Kritiker sind der Ansicht, dass der Grundwasserspiegel dadurch sinkt und Dorfbrunnen austrocknen. Nestlé bestreitet die Vorwürfe. Auf seiner Website erklärt der Konzern: Das Werk hat keine negativen Auswirkungen auf Grundwasserspiegel und Wasserversorgung. Nestlé hat die Versorgung mit sauberem und kontrolliertem Trinkwasser zu einem teuren Gut gemacht. Das abgepackte Wasser können sich dadurch in vielen Ländern nur Wohlhabende leisten. Für alle anderen bleibt der Zugang zu einer desolaten öffentlichen Wasserversorgung. Zudem überfordert der Verkauf von Millionen PET-Flaschen die oftmals nicht funktionierenden Recycling-Systeme. Auch bei uns bietet dieser Aspekt Anlass zur Kritik: die Abfüllung in Plastik. In vielen Ländern weltweit stellen Plastikflaschen ein Umweltproblem dar. Vielerorts fehlt ein funktionierendes Recycling-System. Nestlé verkauft seine unterschiedlichen Wassermarken fast ausschließlich in Einwegplastikflaschen, sogenanntem PET. In Deutschland hat sich der Anteil von Mehrwegflaschen in den letzten 20 Jahren halbiert.
Flaschen aus PET machen sich stattdessen breit. Umweltschützer fordern von Konzernen wie Nestlé Waters, auf Glas- oder Mehrwegkunststoff umzusteigen. Nestlé verteidigt seine Strategie. Ich denke, Plastik ist eine sehr, sehr gute Lösung, um Wasser zu verpacken, weil es leicht ist und zumindest mal PET 100% recycelbar. Das klingt sehr umweltbewusst, aber was bedeutet es? Wenn Sie sich das Wort Recycling anhören, dann würden Sie wahrscheinlich vermuten, gut, diese Flaschen werden dann auch wieder zu neuen Flaschen. Das ist aber nicht so. Das ist im Drittel der Fälle ist es so, dass Flaschen wieder zu Flaschen werden. Der Rest geht zum Beispiel in die Textilproduktion oder in die Folienproduktion. Und da ist es dann so, dass da eigentlich auch die Endstation ist. Aber wie ist es bei Nestlé? Macht der Konzern aus alten Flaschen neue? Wir checken das Sortiment und suchen Verpackungen aus recyceltem PET. Das Ergebnis? Es gibt genau eine Flasche, die zu 100% aus recyceltem Plastik besteht. Zwei andere Vittel-Flaschen bestehen wenigstens zu einem kleinen Teil aus recyceltem PET. Die 1 Liter sowie die 1,5 Liter Flasche beinhalten gar kein wiederverwertetes Plastik. Nestlé setzt also auch weiterhin vor allem auf PET. Auf jeden Fall bleibe ich bei meiner Meinung, dass PET eine sehr, sehr gute Lösung ist. Ja, weil es eine sehr, sehr gute Ökobilanz hat. Hat eine Einwegplastikflasche wirklich die besten Klimawerte? Das wollen wir genauer wissen und machen den Vergleich. Einweg-PET, Mehrweg-PET und Glas. Das Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg errechnet in unserem Auftrag den CO2-Ausstoß. Zunächst Einwegplastik. Wir nehmen einen durchschnittlichen Transportweg nach Deutschland von 500 Kilometern an, wie zum Beispiel nach Nürnberg. Dabei entstehen 120 Kilogramm CO2 je 1000 Liter. Eine Glasflasche schneidet bei dem weiten Weg deutlich schlechter ab, weil sie so schwer ist. 148 Kilogramm CO2 entstehen. Da hilft auch die Wiederverwendbarkeit nicht. Glas kann nur punkten, wenn wir regionales Wasser kaufen. Dann spielt das Transportgewicht eine kleinere Rolle. Bei regionalem Wasser in der Glasflasche wird nur noch gut die Hälfte an CO2 ausgestoßen. Am besten aber schneidet Wasser in der Mehrwegplastikflasche aus der Region ab. Denn diese Flasche vereint beide Vorteile. Mehrweg-PET ist leicht und sehr gut wiederverwertbar. Das bedeutet, regional hergestelltes Wasser in Mehrwegflaschen ist viel umweltfreundlicher als Einwegplastikflaschen aus Frankreich. Also sagen, ich grab einem französischen Dorf erstmal das Grundwasser ab, fahren es über hunderte von Kilometern nach Deutschland auf den deutschen Markt. Das ist ein total unsinniges System. Einweg aus Frankreich in Deutschland zu verkaufen, ist definitiv nicht umweltfreundlich. Nestlé beutet begrenzte Ressourcen zu stark aus. Auch produziert der Konzern zu viel Plastikmüll. In Sachen Nachhaltigkeit hat Nestlé nach unseren Recherchen Nachholbedarf. Trinkt ihr euer Wasser lieber aus der Flasche oder direkt aus dem Wasserhahn? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr noch mehr über euer Essen wissen wollt, dann abonniert die ZDF Besseresser und schaut in die nächsten zwei Clips.